Kurz informiert bei Heise Online mit Hanna Alschner. Derzeit häufen sich Berichte über Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen und Institutionen. In diesem Kontext hat es etwa die Automotive-Sparte des Stahlkonzerns ThyssenKrupp getroffen. Unter anderem sei ein Werk mit 1000 Mitarbeitern im Saarland betroffen, berichtet die Saarbrücker Zeitung. Derzeit sei die Situation unter Kontrolle. Wie der Angriff ablief und was die Angreifer konkret anstellen konnten, ist bislang unklar. In der jüngsten Vergangenheit wurden weitere Einrichtungen Opfer von IT-Sicherheitsvorfällen. Getroffen hat es unter anderem Schneider Elektrik, die Hannoveraner Landeskirche und das Verkehrsunternehmen Mobil aus Bielefeld. Kommende Woche findet in Hannover die IT-Security-Kongressmesse SecIT 2024 bei Heise statt. Dort bekommen Admins und CISOs wichtige Informationen vermittelt, um Unternehmen effektiv vor Cyberattacken abzusichern. Der US-Tech-Konzern Microsoft hat eine neue mehrjährige Partnerschaft mit dem französischen KI-Startup Mistral angekündigt. Im Rahmen der Vereinbarung sollen KI-Innovationen beschleunigt werden und die offenen und kommerziellen Sprachmodelle von Mistral werden auf Microsofts Azure KI-Plattform verfügbar sein, kündigte Microsoft am Montag in einem Blog-Eintrag an. Damit ist Mistral nach OpenAI das zweite Unternehmen, das ein kommerzielles Sprachmodell auf Azure anbietet. Weder Microsoft noch Mistral gaben Einzelheiten über die Investition bekannt. In OpenAI hat Microsoft bereits 13 Milliarden US-Dollar investiert. ZTE hat auf dem MWC das nach eigenen Angaben günstigste Falthandy der Welt vorgestellt. Offizielle Europreise zum Nubia Fold will der chinesische Hersteller noch nicht nennen. Eine Mitarbeiterin sprach allerdings von einem Preis ab 600 US-Dollar. Auch in Deutschland dürfte das Nubia Flip zu den günstigsten Falthandys gehören. Es gibt aber Konkurrenz von Geräten, die schon eine Weile auf dem Markt sind. Das Motorola Razr 40 aus dem vergangenen Jahr gibt es teilweise schon für unter 600 Euro. Das 2022 veröffentlichte Galaxy Z Flip 4 kostet ähnlich viel. Wie diese beiden Smartphones faltet das Nubia Fold horizontal. Aufgeklappt zeigt es einen 6,9 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit FHD+-Auflösung. An der Rückseite sitzt zwischen den Kameras ein rundes Zweitdisplay, das im Stil einer Smartwatch App-Widgets und Benachrichtigungen anzeigen kann. Wenige Tage nach der ersten erfolgreichen kommerziellen Mondlandung hat der Lander Odysseus erstmals Bilder von der Oberfläche des Erdtrabanten geschickt. Das Unternehmen Intuitive Machines veröffentlichte am Montag mehrere Bilder, die der Lander während der Landung in der Nacht zum Freitag aufnahm und die unter anderem die Oberfläche des Mondes zeigen. Die Aufnahmen bestätigten unter anderem, dass Odysseus in einem Umkreis von 1,5 Kilometern um die ursprünglich angepeilte Landestelle in einem Krater gelandet sei, hieß es, und damit südlicher auf dem Mond steht als je ein anderes Raumschiff. In der Gegend vermuten Wissenschaftler zahlreiche Bodenschätze. Alles zu den Neuheiten des MWC in Barcelona und alle aktuellen Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.